Was macht man, wenn man kein Geld hat, aber irgendwo hinfahren muss? Richtig, man fährt schwarz. Blöd nur, dass das illegal ist. Und wenn man erwischt wird, muss man doch zahlen. Und wenn man dann öfter erwischt wird, kommt man ins Gefängnis. Gegen dieses System wehren sich seit längerer Zeit Aktivisten, indem sie ein gesetzliches Schlupfloch nutzen. Auf einem Schild machen sie ihr Schwarzfahren kenntlich. Das kann dann zum Freispruch führen. Im Fall von Dirk Jessen kam es allerdings nicht dazu. Sein Verfahren geht jetzt in die zweite Runde. Was hat es mit dem gesetzlichen Schlupfloch auf sich? Wie kann ein und dieselbe Tat, nämlich das Fahren ohne Fahrschein, zu verschiedenen Urteilen, von Freispruch bis zu Freiheitsentzug führen? Und wie kam es zur Anklage von Dirk Jessen? Dazu stand uns der Betroffene selbst für ein Gespräch zur Verfügung. Ich bin angeklagt, weil ich die S-Bahn genutzt habe, ohne Fahrschein. Stattdessen habe ich ein Schild bei mir getragen, dass ich schwarz fahre. Ich habe praktisch mein Schwarzfahren so gesehen kenntlich gemacht, weil im Paragraphen 265 steht ausdrücklich, es heißt Beförderungserstreichung. Was erhoffen Sie sich denn von dieser Aktion? Ich erhoffe mir eine Gesetzänderung, weil ich bin nicht alleine. Ja, wir sind verschiedene Leute aus dem ganzen Bundesgebiet, die sich praktisch das Thema angenommen haben, weil unser Fahrkartenwesen unsozial ist. Und zwar werden einmal die Menschen ausgegrenzt, die halt nicht sich keine Fahrkarte leisten können. Das fördert eigentlich, wenn man es genau nimmt, ja auch den Auto- und den Flugverkehr und halt den Klimawandel. Und wir finden, dass wirklich, da sich der Gesetzgeber bewegen muss, das einfach für ein sozialeres Verkehrssystem. Außerdem, was vielen gar nicht bewusst ist, wenn jetzt jemand schwarz fährt und tatsächlich die Strafe nicht zahlen kann, dann wandert der im Knast. Und es ist wirklich augenblicklich so, dass Tausende von Leuten in dieser Sekunde praktisch wegen Beförderungserstreichung im Knast sitzen, weil sie einfach, ja, reisen wollten, es nicht, sich nicht leisten konnten, schwarz gefahren sind, die Strafe nicht zahlen konnten. Letztendlich als vierter Punkt ist es so, dass jetzt Nicht-Deutsche, die hier halt nur zu Besuch sind erstmal, wenn die auffallen bei der Beförderungserstreichung, wobei die ja halt auch relativ wenig Geld zur Verfügung haben, dann werden die abgeschoben. Ganz rigoros, weil es eine Straftat ist. Wir finden diese Punkte so gravierend, dass wir einfach sagen, hallo, der Gesetzgeber muss sich bewegen, es muss eine Änderung her in diesen den Paragraphen, dass es halt keine Straftat mehr ist. Jetzt sieht es ja aktuell so aus, dass der Gesetzgeber eher in die entgegengesetzte Richtung gehen möchte, denn wie Sie bereits gesagt haben, es gibt ja noch dieses Schlupfloch, wenn man so will, den Paragraphen 265, und der soll ja jetzt auch noch geschlossen werden. Das ist mir jetzt neu. Ich weiß, dass die Beförderungserstreichung teurer werden soll, aber ich weiß nicht von einer Schließung des Paragraphen. Weil ich in der Pressemitteilung zu Ihrem Fall gelesen habe, dass die Gerichte eben ein Schlupfloch schließen wollen. Und ich hätte es jetzt insoweit verstanden, dass dieses Schlupfloch eben diesen Paragraphen meint, auf den Sie sich berufen haben, dass Schwarzfahren dann nicht strafrechtlich ist oder dass man quasi nicht weiß, wie man damit umgehen soll, wenn der Schwarzfahrer es kenntlich macht, dass er eben schwarz fährt. Verstehe, was Sie meinen. Wir meinen das etwas anders. Praktisch, der Richter, ja, der jemanden verklagt für Beförderungserschleichung, schließt das Schlupfloch, indem er praktisch gar nicht darauf eingeht, dass diese Lücke besteht in dem Paragraphen. Das heißt, er ändert es nicht, sondern er ignoriert es einfach, der Richter. Wie können Sie denn auch erklären, also ich meine, Sie sind ja nicht der Einzige, der mit solchen Aktionen das Fahrkartensystem oder das System der öffentlichen Beförderung ändern möchte. Wie können Sie denn erklären, dass es in den Urteilen zu Schwarzfahrern von Freispruch bis zu harten Strafen es alles gibt, also die ganze Bandbreite quasi abgedeckt ist? Das sieht ja fast nach einer gewissen Willkür der Gerichte aus, oder wie können Sie sich das erklären? Gerichte sind willkürlich. Also,
die Sache ist ganz einfach, die in Gerichten darf man keine Aufnahmegeräte und solche Sachen, Filmmaterial, die Reporter dürfen mitschreiben. Und wenn man jetzt keinen Reporter dabei hat oder so, ich meine, dann hat man schlechte Karten, weil dann eigentlich der Richter machen kann, was er will. Und so ist es dann so, ich will jetzt nicht sagen, dass alle Richter böse sind, sondern es gibt durchaus halt auch Richter, die sagen sich, ja, da hat der Angeklagte recht. Irgendwie hat er sich tatsächlich keine Leistungserstreichung begangen, also ist er freizusprechen. Andere denn aber ganz klar sagen, hallo, nee, ich will nicht, dass jetzt ein Strafprozess nach dem anderen auf den Tisch kriegt, weil die Leute sich alle auf Leistungserstreichung berufen. Also es ist ein bisschen halt, wie derjenige Richter seine persönliche Meinung auslebt. Sie sind ja jetzt sehr hartnäckig, weil Sie quasi nochmal in Berufung gegangen sind. Da werden ja, oder da können ja auch jetzt Kosten auf Sie zukommen durch die Gerichtsverfahrenskosten. Wie weit sind Sie bereit zu gehen, um eine Veränderung zu erzielen? Ja, also ich finde, Zivilcourage darf nicht am Geldbeutel scheitern. Ich beziehe zwar Sozialhilfe, muss aber sagen, ja okay, dann muss ich halt irgendwie die Strafe halt in Raten abknausern oder sonst wie. Aber soll tatsächlich die Strafe mich davon abhalten, für das Recht und ja nicht nur für mein Recht sozusagen, sondern für diese ganzen Gründe, für die ich ja eintrete, nicht zu kämpfen? Sie hörten Dirk Jessen, der wegen Schwarzfahrens vor dem Landgericht München angeklagt wird. Und ich frage mich, ob ich jetzt dumm oder klug war, nachdem ich mir heute eine Monatskarte gekauft habe.